wohl was dran. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 1. Wir haben von Wolf die Information bekommen, beziehungsweise den Auftrag bekommen, dass wir Panzerplatten mitbringen sollen. Und damit können wir jetzt die freie Mine stürmen. Schwert haben wir, Rüstung haben wir an. Bisschen Magie haben wir auf Tasche. Nee, da haben wir ein bisschen Magie auf Tasche. Das passt soweit. Ja gut, Mana lernen kann ich hier nicht. Die Wassermagier bringen mir ja nichts bei. Von daher machen wir das mit dem bisschen Mana, was wir haben. Hallo. Ich denke mal, wir werden sowieso die meiste Zeit kämpfen müssen. Ich glaube, dass wir mit Magie da gar nicht so viel weiterkommen. Okay, go on. Es kann losgehen, auf zur Mine. Höchste Zeit, dass wir die Gardisten von dort vertreiben. Geh du vor, ich folge dir. Okay, dann... Jetzt gehe ich natürlich noch so schnell. Sei gegrüßt. Kort hat nichts zu erzählen. Na komm, Gorn. Wir stürmen die freie Mine. Okay, ich habe jetzt gerade kurz überlegt, einfach durchzurennen und zu hoffen, dass er dann dahin teleportiert wird. Aber er kommt ja jetzt hinterher. Dann passt das. Jetzt laufe ich auch wieder langsamer. Na, Gorn. Wir werden unseren Spaß haben. Kriegen wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte und dann können wir gleich noch ein bisschen Magie lernen. Ein bisschen was in Mana investieren. Eigentlich müsste ich auch noch in den vierten Kreis und fünften Kreis dann später. Aber ich glaube, erstmal wäre Mana am besten. Vorsicht! Razors! Die arbeiten genauso in Rudeln wie die Snapper. Nur, dass sie viel heftiger zubeißen. Wir sollten sie aus dem Weg räumen. Du weißt ja, ich habe gerne einen freien Rücken. Ja, Razor, die habe ich schon vor 50 Folgen platt gemacht. Wo ist er denn? Ach, da. Nee, wir nehmen mal Feuerball. Ja, die Biester sind wirklich saudumm. Na Gordon, so haben wir doch gar keine Probleme. Okay, den da hinten kriegen wir noch nicht. So. Gut, dass wir so viele Mana-Tränke haben. Dann können wir jetzt die freie Mine stürmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gardisten uns hier eigentlich erwarten. Hier oben steht schon mal keiner rum. Warte mal. Siehst du all die Leichen hier? Geh du runter zum Mineneingang. Ich bleib erstmal hier oben und stelle sicher, dass es keine Überraschung von hinten gibt. Wenn du unten bist, komme ich nach. Okay, Gorn. Dann können wir ja erstmal in Ruhe hier die Leichen ausnehmen. Gott, wir könnten jetzt hier jede Leiche ausnehmen. Oh, haben wir es eigentlich damals geschafft, diesen einen Typen da oben... uns an dem zu rächen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir haben uns an dem gerecht. Ansonsten hat er seine Rache jetzt bekommen. So, ein bisschen Erz. Dann gehen wir mal erst da oben lang. Ach ja, hier unsere ganzen alten Kumpel.
Hui, schade, dass ich nicht auf Zweihand geskillt habe. Blöd, dass ich Magier bin. So, wir bekommen ganz viel Essen. Bisschen Erz. Da lohnt sich das doch. Halt, den wollen wir mal nicht vergessen. Dann sollten wir auch mal wieder Diego aufsuchen. Die ein oder andere Münze kriegen wir ja auch. So. Gucke mal hier. Jetzt sehen wir das ja, wenn der da hinten kein Inventar mehr hat, dann haben wir uns an ihm gerecht. Ansonsten sind uns da leider ein paar Erfahrungspunkte durchgegangen, aber wir haben uns an ihm gerecht. Alles gut. So wollte ich das haben. Okay, die haben wir ja. Die haben wir. Die haben wir, dann können wir hier runtergehen. Mann, das müssen ganz schön viele Gardisten gewesen sein. 31 Münzen. Diego wird sich freuen. So. Dann haben wir sie alle. Und da unten stehen auch schon unsere Freunde. Komm, die machen wir gleich. Sieh mal einer an. Der Typ aus dem Sumpflager. Richtig. Du hast dich zu lange bei diesen Spinnern aufgehalten. Die haben dein Hirn weich gekocht. Jo. Da hilft dir auch nicht, dass du mir Schutzgeld bezahlt hast. Ah, cool, dass er sich daran erinnert. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs. Born, Hilfe. Keine Gnade. Ich brauche eine bessere Kampfposition. Das war nämlich schon mal nichts. Ah, wenn man sich einmal von denen so in die Ecke drängen lässt. Stehe ich dir zu weit weg, Jackal? Sieh mal. Jetzt musst du dran glauben! So, wer kommt zuerst? Keine Gnade. Ah, Mann! Wo ist denn Gorn, wenn man ihn braucht? Okay, komm, wir probieren es nochmal. Jetzt musst du dran glauben! Du bist dran! Keine Gnade! Dann, ich dachte gerade, ich kann hier auf so eine Hütte drauf springen, aber ich Feigling, glaube... Feigling, komm zurück! Nee, passt. Jetzt musst du dran glauben! Glaub nicht. So. Wenn mir jemand Prügel austeilt, so, wo ist bin der Letzte? Da. Jetzt haben wir sie. Perfekt. Dann einmal kurz heilen, weil die stehen ja gleich wieder auf. Wo ist Gorn? Das wird dir noch leid tun. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Warum greift Gorn jetzt mich an? Gorn doof? Warum hat Gorn jetzt mich angegriffen? Ich glaube, Gorn hatte ein bisschen Langeweile. Ey, mein Schwert! Die Waffe gehört jetzt mir. Och, ey, nein. Was war denn jetzt mit Gorn los, ey? Sorry, aber das geht so nicht, dass er einfach meine Waffe mitnimmt. Die brauche ich ja noch. Los!
Jetzt musst du dran glauben. Ach Mann. Nein. Oh. Dieses blöde Hauptmenü, ne? So. Gott, ey. Es kann doch nicht so schwer sein. So, Jackal. Jetzt musst du dran glauben. Dass auch Gorn nicht einfach mal hier runterkommt, ne? Ja, okay, das... Gorn, Hilfe! Die sind zu... stark. Mann, das kann doch nicht so schwer sein, ey. Dass Gorn auch die ganze Zeit hier oben rumstehen muss. So. Jetzt machen wir es nochmal richtig. Nein! Glück gehabt. So. So wollte ich das haben. Perfekt. So ist es richtig. Ich hörte dich kämpfen, da bin ich sofort hinterher. Ein alter Bekannter, aber die Rechnung ist beglichen. Gut, öffne du das Tor, ich pass hier auf. Du bist sofort hinterher, ey, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, wie du sofort hinterher bist. Ah, guck mal, die Gardisten haben, das wären 15 Schadenspunkte weniger gewesen. Das hätte ich nicht auf mir sitzen lassen. Gorn. Ey, ach Mann. Diese KI. Egal, die Typen sind erstmal tot. Das heißt, wir können das Tor aufmachen. Gucken wir noch, was die beiden Schürfer hier dabei haben und dann geht's ab. Dann geht's ab in die Mine. Wobei, komm, einfach mal, weil wir es lange nicht mehr gemacht haben. Aber trotz, dass wir jetzt relativ stark sind, kriegen wir nicht mehr Erz raus als am Anfang. Von daher bringt das gar nichts. Wir gehen mal ab in die Mine. Jetzt musst du dran glauben. Der Kampf ist entschieden. Jetzt musst du dran glauben. Der Kampf ist entschieden. Wo ist denn Gorn? Ach, hinter mir. Der Kampf ist entschieden. Weißt du, statt dass Gorn mal was macht, ne? Der Kampf ist entschieden. Ach, da hinten ist noch einer. Jetzt musst du dran glauben. Okay, das ist jetzt ein bisschen hier. Zeit haben, das zu bereuen. Das war jetzt natürlich so ein bisschen Bug-Using. Jetzt seziere ich dich, du bist dran, keine Gnade. Egal, sollten wir gleich nicht mehr so machen. Der Kampf ist entschieden. So. Wundert mich, dass Gorn jetzt nicht schreit Mörder und auf mich losgeht. Hätte ich jetzt auch noch irgendwo von ihm erwartet. Nun gut, dann wollen wir mal hier runter. Warum können wir jetzt nicht an die Leiter? So.
denke mal, Gorn werden wir jetzt sowieso irgendwo in der Mine verlieren. Jetzt musst du dran glauben. Der Kampf ist entschieden. So, das haben wir. Gorn wird jetzt weiter da oben rumrennen, weil der nicht die Leiter runtergehen kann. So, 7000 Erz haben wir, das finde ich gut. Da konnte ich am Anfang lange von träumen. Und hier haben wir die Minecrawler, die Wolf haben möchte. Kriegen wir auch Panzerplatten raus. Dann gucken wir uns erstmal hier die Crawler-Höhle an. Huch. Ich dachte gerade fast, der wäre schon tot. Ja, da geht's nicht weiter. Zumindest nicht ohne Akrobatik. Und Akrobatik können wir ja nicht. Also gehen wir mal zurück. Keine Ahnung, wie Gorn jetzt hier hingekommen ist. Der ist wahrscheinlich einfach runtergesprungen. Aber wir schauen uns mal die Mine weiter an. Ich kenne die auch vom Aufbau her nicht wirklich. Also ich habe mich hier, glaube ich, immer jedes Mal verlaufen. Zuerst haben wir noch ganz viele Gardisten. Als ob der so gut gegen Feuer gerüstet ist. Achso. Achso, der fängt jedes Mal neu an, wenn ich getroffen werde. Das ist doof. Dann halt so. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Jetzt fixiere ich dich. Du bist dran. Keine Gnade. Den da hinten lassen wir mal schön weiterschießen. Okay, ihn kriege ich nicht. Aber dich kriegen wir. So. Nur ein toter Gardist ist ein guter Gardist. Nein, Spaß. Ich habe immer gerne als Gardist gespielt. Weißschnaps. Bier. Das Bier dürfen wir ja nicht stehen lassen. So, gehen wir erst hier hoch. Hier hoch. Und dann gucken wir gleich mal da vorne noch in diese eine Höhle rein. Achso, du bist nur... Du bist nur ein Butler. Der interessiert uns nicht. Schauen wir mal hier rein. Jetzt seziere ich dich. Du bist dran. Keine Gnade. Keine Gnade, ja. Ich lasse keine Gnade. Keine Gnade. Keine Gnade. So. Ja. Ah, kommt hier, ihr seid doch keine Gegner für mich. Keine Ahnung, wo Gorn jetzt hin ist. Aber wir machen das hier ohne ihn. Ja. So. So. Und den. Gucken wir mal, ob wir hier oben was haben. Ja, da steht ein Trank. Den möchte ich gerne mitnehmen. Spiel denkt sich aber so, nö. Und ein Bier. Ah ne, ist auch ein Trank. Ist ein Geschwindigkeitstrank, okay.
Ach, hier ist durch das Lager von denen. Du bist dran. Keine Gnade! Keine Gnade! Ja. 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 Jungs, ruhig, ich muss einen nach dem anderen töten. Kann sein, dass es, glaube ich, gerade das erste Mal ist, dass wir mit Absicht, mit voller Absicht hier Leute töten? Ich glaube, wir töten gerade mit voller Absicht zum ersten Mal Leute. So, er da drüben steht noch ganz gechillt rum. Einfach nur, weil ihr Schatten seid. Hat sich der eine Gardist jetzt selber umgebracht? Tatsächlich. Hat er Selbstmord begangen. Warum auch nicht? Okay, damit wäre das Lager auch. Oder auch nicht. Irgendwas hat gerade noch auf mich geschossen. Ach, er lebt immer noch hier. Oh, und hier hinten geht's auch weiter. So, jetzt stirbt doch endlich. Verbrennen. Geht doch. Na, Butler? Du springst auch gleich darunter, ne? So wie du da stehst. So, nehmen wir nochmal Heiltränke. Oh, das geht ja hier perfekt weiter. Sehr schön. Da liegt ein Krug. Oh, und hier haben wir Minecrawler. Bolzen liegt hier rum. So, hier besorgen wir erstmal schön die Panzerplatten für Wolf. Oh, Ork-Medizin. Die sollten wir, glaube ich, erst später finden. Aber das macht nichts, wenn wir die jetzt schon mal haben. Okay, merken, ich brauche 3 Schläge, nicht 2. Okay, und da geht's nicht weiter. Und hier ist nichts mehr. Dann gehen wir da vorne zu dem Ork, den haben wir ja gerade schon gesehen. Sind hier noch mehr Crawler? Jo. Dann gönnen wir uns erst die beiden Crawler hier. Dann haben wir auf jeden Fall die Panzerplatten für Wolf. Und ja, komm hier, spring da hoch. Ja, genau. Komm. Ach, ey. So. Ich wollte nämlich hier vorne auf die Ecke. Abspeichern. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns dann mal mit dem Ork-Sklaven. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.
im Lager.